Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich euch erklären möchte, wie Licht funktioniert. Licht zu verstehen ist essentiell wichtig. Es ist extrem wichtig, egal ob man jetzt filmt, ob man fotografiert oder egal ob du mit natürlichem Licht arbeitest, ob du mit künstlichem Licht arbeitest. In jedem Fall musst du verstehen, wie Licht funktioniert. Licht kategorisiert sich eigentlich in zwei Dinge: hartes und weiches Licht. Doch es gibt noch so ein klein bisschen mehr. Doch wir fangen erst einmal damit an. Was ist hartes Licht? Hartes Licht ist Licht, das einen sehr harten Schatten wirft. Verwende ich eine sehr kleine Lichtquelle, wie beispielsweise diese hier, nehmen wir jetzt diese Lampe und nehmen uns als Hintergrund einfach mal ein Blatt Papier und halten dort ein Motiv davor, werden wir merken, das erzeugt einen harten Schatten. Das ist ein harter Schatten, eine klar definierte Kante. Diesen bekommen wir meistens, wenn wir draußen im knalligen Sonnenlicht fotografieren, weil die Quelle hierfür sehr klein sein muss. Je kleiner unsere Lichtquelle ist oder je weiter sie von einem Motiv entfernt ist, umso härter wird der Schatten und umso härter wird das Licht. Hartes Licht geht von einer sehr kleinen Lichtquelle aus. Wir haben hier noch ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen, dazu aber gleich mehr. Was ist jetzt weiches Licht? Weiches Licht ist quasi das genaue Gegenteil. Aktuell filme ich mit relativ weichem Licht. Und wenn ich jetzt den gleichen Test mache, ihr könnt euch das hier mal genau anschauen, hier ist wieder mein Blatt Papier und halte einen Stift davor, dann ist der Schatten deutlich weicher. Das sind diese Lichtarten, die man so typischerweise kennt. Doch Licht hat noch mehr Eigenschaften. Es gibt nicht nur hart und weich. Wir können die Farbe kontrollieren. Beispielsweise, indem wir einfach hergehen und sowas verwenden. Das sind einfach solche Einschübe für beispielsweise diese Lampe hier. Ich kann die relativ einfach rötlich machen. Sieht nicht direkt rötlich aus, wenn man sich das hier jetzt mal anschaut, aber spätestens wenn ich sie mir in mein Gesicht halte, dann merkt ihr, das ist rötlicher. Man kann mit Farben gewisse Emotionen mitliefern. Ihr merkt das beispielsweise, dass Horrorfilme meistens relativ kalt gefilmt sind. Nicht immer, aber es ist öfters mal so ein Stilmittel, dass wenn man kälter filmt, dass es so ein bisschen mehr einen gruseligen Look hat. Oder wenn es regnet, wenn es in einem Film regnet, dann ist dieser Film immer in kalten Farben. Niemand zeigt eine Regenszene und die Regenszene hat Orangetöne drin oder sowas, dass sie so warm aussieht. Das passt einfach nicht dazu. Man vermittelt in dem Moment Kälte und Kälte kann man auch gut mit kalten Farben vermitteln. Gleiches Thema mit dem Warmen. Wenn ich hierher gehe und hinter mir so ein klein bisschen die Lichtsituation verändere, Sekunde, wirkt das Ganze schon etwas wärmer, etwas freundlicher. So funktioniert Farbe in einem Licht. Man kann damit Emotionen liefern. Was gibt es allerdings noch? Es gibt natürlich noch eine Lichtrichtung. Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweis. Ich habe aktuell in meinem Shop auf videokurs.de einen Midtober-Sale und hier sind zuerst einmal 4 Bundles für dich stark reduziert, also so Pakete, in denen du beispielsweise alles zur Fotografie, alles zur Bildbearbeitung oder alles zum Filmen lernst. Ich habe auch nochmal ein komplettes Bundle, in dem alle Videokurse zusammengefasst sind und für einen genialen Preis verkauft werden. Schau auf jeden Fall vorbei, dort findest du meine Kurse. Jeder Kurs ist reduziert, auch wenn du ihn einzeln kaufst. Ich freue mich drauf, ich finde es richtig genial. Das ist mein Dankeschön dafür, dass so viele Leute meine Videos schon gesehen haben, dass so viele Leute mir positives Feedback schreiben. Ich finde es richtig genial, ich kriege so viel positives Feedback auf diese Kurse und möchte euch im Endeffekt was zurückgeben. Das ist meine Möglichkeit. Es gibt auch 2 Gratiskurse, die zwar schon ein bisschen älter sind, aber die Techniken daraus funktionieren heute noch, die Techniken daraus sind immer noch aktuell und die Kurse sind immer noch genial. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei diesen Videokursen und wir machen jetzt mit dem Video weiter. Die Richtung von einem Licht liefert ebenfalls bestimmte Stimmungen. Beispielsweise kann ich hergehen und kann das Licht von unten kommen lassen. Das gibt dann so einen leichten Horrorlook. Man kennt das ja mit Taschenlampe von unten, während man Gruselgeschichten erzählt. Man kann das natürlich auch kombinieren, indem man sagt, wir machen das Ganze rot, dann wirkt das noch besser und viel, viel schlimmer wirkt es, wenn ich hergehe und das als einzige Lichtquelle verwende. Wirkt richtig nice. Doch es geht auch anders. Wir können beispielsweise ein Licht von der extremen Seite kommen lassen, um das Gesicht kontrastreicher wirken zu lassen. Wir können das Licht natürlich auch von oben kommen lassen, von allen möglichen Seiten und alles vermittelt eine unterschiedliche Stimmung, einen unterschiedlichen Kontrast. Wenn wir es relativ von vorne kommen lassen, wie jetzt in meinem Fall, ist das Gesicht relativ gleichmäßig ausgeleuchtet. Gehe ich her und schalte jetzt eine meiner beiden Lichtquellen ab, habe ich einen Teil vom Gesicht beleuchtet und einen Teil vom Gesicht nicht beleuchtet. Der ist nicht ganz so stark. Moment, der Teil ist es. Der ist nicht ganz so stark beleuchtet und es wirkt nochmal komplett anders. Das war das Ganze jetzt im Groben. Doch
wie funktioniert das in den Feinheiten? Was können wir hier noch genauer definieren? Weil ich denke mal, viele werden jetzt sagen, so, ah, das wusste ich eigentlich schon. Zuerst mal müssen wir genauer definieren, was ist hartes Licht, was ist weiches Licht. Wir müssen genauer definieren, wie wir diese ganzen Punkte kontrollieren und für uns nutzen können. Hierfür müssen wir erst einmal verstehen, wie Licht an sich funktioniert. Nach der Richtung, die das Licht nehmen kann, haben wir natürlich auch die Helligkeit, also wie hell ein Licht eingestellt ist. Oder beziehungsweise wie hell Licht an sich ist. Denn wir können das natürlich kontrollieren. Ich kann das jetzt hier kontrollieren. Ich kann sagen, ich möchte das Licht hier ein bisschen dunkler haben, ein bisschen heller haben. Und ihr merkt schon in dem Video, was das für eine Veränderung mit sich bringt. Wir können aber auch hergehen und können beispielsweise das Licht von draußen kontrollieren. Mit einem Abschatter, mit einem Reflektor. Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Und wie kombinieren wir das Ganze jetzt? Was können wir tun, um diese ganzen Faktoren, die 5 Faktoren eigentlich, die Licht annehmen kann, wie können wir das für uns nutzen, um unserem Bild eine gewisse Stimmung zu verleihen, unserem Bild eine gewisse, Qualität zu geben? Das kommt jetzt alles im weiteren Video. Wir beginnen erst einmal mit den 2 Punkten der Helligkeit und der Härte des Lichtes. Denn wenn ich ein Licht verändern möchte, muss ich ja eigentlich wissen, was diese Veränderung bewirkt. Was passiert also, wenn ich ein Licht näher an mich heranrücke? Was denkt ihr, was passiert? Die meisten werden wahrscheinlich sagen, es wird heller, doch es hat noch mehr Eigenschaften, als einfach nur heller zu werden. Denn wenn ich ein Licht näher an mich heranrücke, wird es ebenfalls größer. Nicht an sich größer, aber dieses Verhältnis zum Motiv ist im Vergleich zum vorherigen deutlich größer. Um das verstehen zu können, brauchen wir erst einmal nur eine Lichtquelle. Das macht es ein klein bisschen einfacher. Kombinieren kann man das später mit mehr Lichtquellen, aber mit der ersten Lichtquelle fangen wir jetzt mal an. Das ist hier ein Ringlicht, das ich verwende. Es ist in dem Moment irrelevant, welches es ist. Wenn ich den Abstand jetzt aber verändere, was denkt ihr, wird mit dem Licht auf meinem Gesicht, auf mir passieren? Es wird erst einmal heller werden. Wenn ich es näher ranstelle, merkt ihr schon, ich werde deutlich heller. Es passiert aber noch was Zweites. Der zweite Effekt, den ich habe, ist, dass der Schatten auf meinem Gesicht deutlich weicher wird. Und dass ich so ein klein bisschen geblendet bin. Aber ihr merkt schon mal, im Vergleich zu vorher, hier seht ihr vorher, ist mein Gesicht deutlich weicher. Gehe ich jetzt her und passe mein Bild entsprechend an, also ich gehe beispielsweise her und reguliere dieses Licht ein Stückchen weiter nach unten, so, Moment, so in etwa, merkt ihr schon, dass mein Gesicht deutlich weicher ausgeleuchtet ist, obwohl wir nur eine Lichtquelle verwenden, und ihr merkt, dass wir deutlich weniger Energie brauchen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir Strom sparen müssen oder sowas. Darauf möchte ich nicht hinaus. Ich möchte darauf hinaus, dass wenn ihr vielleicht ein Licht habt, das nicht ganz so stark ist, wenn ihr ein Fensterlicht verwendet, wenn ihr hergeht und habt vielleicht einen Blitz, der nicht ganz so viel Power hat, reicht es aus, näher ranzugehen und der Blitz hat auf einmal unglaublich viel Leistung. Doch dadurch, dass sich nicht nur die Helligkeit von einem Licht verändert, wenn wir die Entfernung verändern, sondern auch die Weichheit, können wir beispielsweise hergehen und einfach nur dadurch, dass wir eine Lichtquelle näher an unser Motiv heranstellen, es weicher gestalten. Gerade im Gesicht ein bisschen weicher fotografieren, den Hintergrund weicher gestalten. Wenn ich jetzt beispielsweise hier hinter mir einen Hintergrund habe, einen Moment. So, ihr seht jetzt hinter mir, dass ich einen Schatten werfe. Ich habe extra einen weißen Hintergrund aufgestellt, dass man das so ein klein bisschen besser sieht. Wie schaffe ich es jetzt beispielsweise, dass dieser Hintergrund, dass der Schatten auf dem Hintergrund weich wird? Erstens mal, ich könnte natürlich meine Lichtquelle deutlich vergrößern. Ich könnte mir so eine riesen Softbox kaufen von 2 Metern Breite oder sowas in die Richtung. Wenn ich da richtig viel Leistung reinballer, dann ist mein Hintergrund auch entsprechend weich ausgeleuchtet. Ich bin weich ausgeleuchtet. Sieht super aus. Alternativ können wir die Lichtquelle einfach näher ranholen. Ist die Lichtquelle deutlich näher am Motiv dran, wie jetzt in diesem Beispiel, ich glaube, sie ist noch ein klein bisschen hell, jawohl, dann werdet ihr feststellen, dann merkt ihr jetzt auch schon direkt hier, dass der Schatten nicht mehr ganz so stark ist. Er ist deutlich weicher geworden und auch die Schatten in meinem Gesicht natürlich sind deutlich weicher geworden. Das heißt, das wirkt sich natürlich auf alles aus, was ihr in dem Moment mit dieser Lichtquelle beleuchtet. Kontrollieren lässt sich das Ganze natürlich nicht nur dadurch, dass wir eine Lichtquelle verschieben. Das ist ja bei beispielsweise natürlichem Licht einfach nicht möglich. Wie sollen wir die Sonne verschieben? Aber es lässt sich auch kontrollieren dadurch, dass wir gewisse Lichtquellen abblocken. Ich kann beispielsweise, das ist der Sinn einer Softbox, eine sehr kleine Lichtquelle nehmen, wie sowas hier in die Richtung.
und kann sie durch eine größere Softbox, durch einen Former, einen Lichtformer leiten und dadurch die Lichtquelle deutlich größer machen. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Es gibt die typischen Lichtformer, die man für die Studiofotografie kaufen kann. Ich könnte auch hergehen und könnte damit einfach durch irgendwas Halbtransparentes durchleuchten, beispielsweise einen Vorhang. Wenn ich hier nebendran einen Vorhang aufstellen würde und würde das hinter diesen Vorhang stellen, würde sich das Licht gleichmäßig über den Vorhang verteilen und wäre ebenfalls weich. Es geht darum, wie groß die Lichtquelle ist, die in dem Moment das Licht auf mich strahlt oder auf die Person strahlt, die ihr in dem Moment fotografieren möchtet. Das ist der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Doch warum machen wir das eigentlich? Warum wollen wir hartes oder warum wollen wir weiches Licht? Wir sollten uns hierfür erst einmal die Eigenschaften von diesen Lichtern anschauen. Hartes Licht ist kontrastreich. Hartes Licht sorgt für ebenfalls einen harten Schatten. Dieser harte Schatten, der entsteht allerdings nicht nur jetzt in den Augen oder beispielsweise am Kinn, wo der so typischerweise entsteht, sondern er entsteht überall. Er entsteht in den Augenbrauen, in den Wimpern, in den feinen Hautporen und sorgt damit auch für einen besonderen Schärfeeffekt. Wenn ihr Fotos bei hartem Licht macht, wenn ihr rausgeht und in der Mittagssonne fotografiert, sehen die Fotos vielleicht nicht optimal aus. Man wird im ersten Moment denken, das ist eigenartig und die Leute müssen die Augen zusammenkneifen und sonst irgendwas. Was sie allerdings sind, sie sind definitiv scharf. Durch den hohen Kontrast, durch den hohen Mikrokontrast wirken Bilder deutlich schärfer, sind Bilder deutlich schärfer. Hartes Licht arbeitet also Strukturen heraus. Es sorgt für einen sehr hohen Kontrast. Das heißt, der Unterschied zwischen dunklen Bereichen und hellen Bereichen wird extrem groß. Er wird extrem verstärkt, wogegen weiches Licht das genaue Gegenteil ist. Doch dazu kommen wir gleich mal. Es wirkt sehr dramatisch, jemanden im harten Licht zu fotografieren, was auch der Grund ist, warum beispielsweise in Filmen, ich beziehe mich gerne auf Filme, schaut euch definitiv mal Lichtsetups in Kinofilmen an, auch wenn man im ersten Moment denkt, so, das ist eigentlich so ausgeleuchtet, wie es in der Natur vorkommt. Das ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Viele Dinge sind dort im Studio gedreht und es sieht eben nur so aus, als wäre es draußen gewesen. Nicht immer, aber oft. Schaut euch das mal genauer an, überlegt, welches Licht in der Szene verwendet wurde. Ihr werdet merken, wann hartes Licht zum Einsatz kommt, ihr werdet merken, wann weiches Licht zum Einsatz kommt und wie ihr das auf eure eigene Fotografie übertragen könnt. Gut, wann finden wir hartes Licht? Hartes Licht, habe ich ja schon erzählt, entsteht durch kleine Lichtquellen. Kleine Lichtquellen sind beispielsweise hier so eine kleine Lampe, wenn man sie mit genug Abstand einsetzt, wenn ich sie sehr nah an mein Gesicht halte, entsteht ebenfalls ein weicher Schatten. Je weiter ich sie weghalte in dem Moment, umso härter wird das Licht, das in dem Moment auf mich strahlt. Das ist das, wo wir hartes Licht im Künstlichen finden. Eine kleine Lampe, deswegen sieht man auch meistens mit einer normalen Zimmerlampe, mit einer normalen Deckenbeleuchtung, wenn man irgend so eine Glühbirne da hat oder sowas, darunter sieht man meistens eigenartig aus, weil erstens mal sie hat ein falsches Licht und zweitens mal sie ist eben sehr hart, weil es nur eine kleine Lichtquelle ist. Das sorgt zwar dafür, dass man gut sieht, dass man vieles erkennt, anstatt so ein Schummerlicht zu verwenden, aber es hat eben auch Nachteile und sieht nicht so richtig gut aus. In der Natur finden wir es ganz klar in der Mittagssonne. Nicht nur in der Mittagssonne, sondern auch allgemein. Wenn Sonne scheint und es ein klarer Tag ist, keine Wolke vor der Sonne ist oder sowas, haben wir hartes Licht. Ihr könnt es relativ gut erkennen, wenn ihr mal die Schatten rundherum beobachtet. Hier findet ihr meist von Häuserwänden, von irgendwelchen Sachen, die irgendwo rumstehen, seht ihr die Schatten. Wenn die Schatten eine klar definierte Linie haben, handelt es sich aktuell um hartes Licht. Man kann das natürlich auch selber messen. Man braucht hierfür eigentlich nur die eigenen Hände und muss den eigenen Finger hier so vor die Hand halten. Entweder den Finger vor die Hand halten oder irgendwas anderes vor die Hand halten. Ihr braucht im Endeffekt, wie bei meinem Buchbeispiel, einen Hintergrund und einen Stift oder irgendwas anderes, was ihr vorne dran halten könnt, wo ihr den Abstand genau seht. Und ihr seht aktuell, ich filme im weichen Licht. Gerade mit diesem Beispiel sieht man keinen großen Schatten, man kann nicht wirklich was erkennen. Wäre das Licht sehr hart, würde sich hier auf meiner Handfläche ein harter Schatten abzeichnen. Das ist eine tolle Möglichkeit, wie man das hinbekommt. So kann man das relativ einfach messen und kann eben erkennen, habe ich gerade hartes Licht oder nicht. Ich muss einfach nur die Hand hochhalten und das war's. Wir können dieses harte Licht dazu verwenden, um beispielsweise Männerporträts zu fotografieren. Bei Männerporträts, wenn das so ein bisschen härter, ein bisschen krasser aussehen soll, dann verwendet man gerne hartes Licht, weil es deutlich roher aussieht, sage ich mal. Ein bisschen härter, wie man das eben so sagen möchte, kontrastreicher, strukturreicher. Das wirkt bei Männerporträts extrem gut. Oder wenn man gerade irgendwo Struktur rausarbeiten möchte, Struktur zeigen möchte, dann wirkt das richtig genial. Heißt nicht, dass man sich in die knallige Sonne stellen sollte, aber es gibt noch andere Varianten, wie man hartes Licht zum Einsatz bringt. Doch vorher beschäftigen wir uns erstmal mit dem weichen Licht.
Weiches Licht ist jetzt der genaue Gegenteil. Bei weichem Licht werden die Strukturen jetzt nicht vermindert oder sowas. Wenn wir Strukturen da haben, dann werden sie ebenfalls sichtbar sein, aber sie sind nicht so kontrastreich. Wir haben eher ein flacheres Bild. Also jetzt nicht irgendwie die eine Extreme, dass irgendwo besonders hell ist und auf der anderen Seite besonders dunkel, sondern das ist relativ ausgeglichen. Stellt euch mal in den Schatten und macht von euch ein Foto, ohne jetzt, dass irgendwo im Hintergrund groß Licht zu sehen ist, und ihr werdet merken, dass es eben sehr ausgeglichen ist. Ihr habt nichts Helles, nichts Dunkles im Bild, es ist ausgeglichen. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man gerade weiche Haut zeigen will oder sowas in die Richtung, denn diese ganzen Poren und alles Mögliche, was man in der Haut findet, das wird eben nicht hervorgehoben oder nicht so stark hervorgehoben, wie man es beispielsweise bei hartem Licht hätte. Denn die Schatten, ich hatte es ja schon mit dem Finger gezeigt, die werden so weich, dass man sie quasi nicht mehr erkennt. Man erkennt jetzt hier so einen leichten Schatten. Ich hoffe, man sieht das in dem Video. Ich erkenne einen leichten Schatten, der hier in dem Moment entsteht, aber er ist kaum sichtbar. Und das ist eigentlich so die Charakteristik von weichem Licht. Wo finden wir weiches Licht? Weiches Licht finden wir bei extrem großen Lichtquellen. Große Lichtquellen wie beispielsweise diese Softbox hier, das ist eine 60x40 cm Softbox, wenn ich mich das, 60x40 dürfte das glaube ich sein. Das ist eine sehr weiche Lichtquelle, wenn sie nah an einem Motiv dran ist. Das ist jetzt das Wichtige, es hat ja noch mit dem Abstand zu tun. Wenn ich diese Lichtquelle hier jetzt 30 Meter von mir entfernt stellen würde und sie wäre stark genug, mich ausleuchten zu können, dann wäre sie plötzlich hart. Es kommt immer auf die Relation an. Je weiter eine Lichtquelle entfernt ist, umso härter wird sie ja. Und das wirkt sich natürlich auch auf die weichen Lichtquellen aus. Also es gibt keine Lichtquelle, wo man sagen kann, die ist weich, die ist hart. Es kommt immer darauf an, wie weit ist sie von mir entfernt und wie groß ist sie im Endeffekt. In Relation zum Abstand natürlich. So kann man das zumindest mal bei künstlichem Licht sehen. Gilt natürlich für alle Lichtquellen, aber bei künstlichem Licht können wir die Entfernung kontrollieren. In der Natur finden wir das Ganze in dem Moment, wo die Sonne verdeckt wird. Durch irgendetwas. Es können Wolken sein, Wolken machen das Licht weicher. Wenn es ein bewölkter Himmel ist, hat man draußen quasi überall weiches Licht. Schaut mal, geh mal raus, schaut euch die gleiche Situation an, wenn gerade sehr sonnig ist, und schaut euch die gleiche Situation an, wenn bewölkt ist. Ihr werdet merken, die Schatten auf dem Boden sind plötzlich alle verschwunden oder kaum sichtbar. Das funktioniert, wenn man in den Schatten geht, das funktioniert, wenn eben bewölkt ist, das funktioniert, wenn man in irgendeiner Art und Weise die Sonne an sich blockiert. Wenn ich hergehe und stelle mich in irgendeine Unterführung oder sowas in die Richtung, stehe ich ja quasi auch im Schatten und bin nicht im direkten Sonnenlicht. Dementsprechend habe ich in dem Moment eine weiche Lichtsituation. Natürlich gibt es hier keine wirkliche Grenze. Man kann jetzt nicht sagen, das ist hartes Licht, das ist weiches Licht. Also man kann es schon, aber der Übergang dazwischen, der ist fließend. Ihr habt das selber schon gemerkt, wenn ich die Entfernung einer Lichtquelle verändere, wird das Licht weicher oder härter. Natürlich kann ich jetzt sagen, ab einem halben Meter Entfernung ist die Lichtquelle weich und ab 3 Meter Entfernung ist die Lichtquelle hart. So könnte man es in dem Moment sehen, aber es gibt ja auch noch was zwischendrin. Ich kann das wirklich Millimeter genau anpassen und mit jedem Millimeter verändere ich die Härte des Lichts. Das bedeutet natürlich, dass wir auch Kombinationen haben. Wenn wir hergehen wollen und wollen Schatten im Gesicht haben, also so ein kleines bisschen, aber nicht zu extrem, dann müssen wir eine Kombination aus hartem und weichem Licht bekommen. Oder zumindest mal so zwischendrin. Der Zwischenweg ist oft ein richtig cooles Ergebnis. In der Studiofotografie gibt es hier richtig coole Lichtformer, die man hierfür einsetzen kann. Beispielsweise ein Beauty-Dish ist eine Kombination aus dieser ganzen Sache, so eine Kombi aus hartem und weichem Licht, die man super für sowas einsetzen kann. Doch auch in der Natur finden wir sowas. Beispielsweise, wenn wir in Schatten gehen, wenn wir die Sonne nur leicht durch die Bäume scheinen lassen, wenn wir einen leicht bewölkten Tag haben, wenn die Sonne gerade durch die Wolken durchbricht, haben wir so eine Kombination. Das ist immer nur so ein ganz kurzer Moment, gerade beim Durchbrechen durch die Wolken. Man muss hier so ein klein bisschen aufpassen. Aber es ist ein Licht, das aus meiner Sicht das Beste ist. Es ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Ich liebe es, in solchem Licht zu fotografieren, gerade wenn man die Sonne so ein bisschen durch die Bäume kommen lässt oder sowas in der Art. Das ist richtig genial. Okay, wir schauen uns jetzt mal ein paar von meinen Fotos an und ich erkläre euch so ein bisschen was zu diesem ganzen Lichtszenario und was ich hier genau verwendet habe. Ich habe hierfür ein Buch und ihr kriegt die Bilder nebenher eingeblendet, dass ihr genau wisst, worüber ich genau spreche. Wir fangen erstmal an mit einem von meinen Lieblingshochzeitsfotos, das auch hier neben bei mir an der Wand hängt. In dem Moment ist es so, ich hatte das Problem, dass das Brautpaar-Shooting um 11 Uhr, glaube ich, stattgefunden hat. Es war relativ zur Mittagszeit und es war extrem hartes Licht. Das sieht meistens nicht so toll aus.
meistens hat man das wirklich Knalle von oben und man muss so ein klein bisschen gucken, wie man es schafft, dass die Leute trotzdem gut aussehen. Wenn man sich in die knallige Sonne stellt, sieht man meist nicht so schön aus, habe ich ja schon erklärt, das ist ein relativ hartes Licht und das sorgt auch für extrem harte Schatten unter den Augen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich, ja, in den Schatten zu stellen. Das habe ich in dem Moment versucht und habe von oben fotografiert. Es ist in der Sekunde das Mischlicht, das ich angesprochen habe, wie leicht bewölkt, nur in dem Moment durch die Bäume durch. Die Bäume waren jetzt nicht so, dass man da wirklich kompletten Schatten hatte, sondern man sieht so leicht auf diesem Foto, ringsherum sind so immer so kleine Sonnenflecken. Wenn sowas entsteht, muss man aufpassen, dass sie nicht auf dem Gesicht landen. Das sieht sehr schnell eigenartig aus. Doch man kann in dem Moment hergehen und kann das Brautpaar von oben fotografieren. Das habe ich in der Sekunde gemacht und habe dadurch zwar jetzt ein Licht bekommen, was nicht ganz so weich war, aber auch nicht ganz so hart. Das ist das Mischlicht, das ich angesprochen hatte. In dem Moment können wir wirklich mit sowas arbeiten und kriegen einen schönen Kontrast, kriegen die Struktur richtig schön rausgearbeitet, aber es ist nicht so hart, dass man extreme Schatten unter den Augen oder der Nase bekommt. Vielleicht ein kleines bisschen zu weich, vielleicht wäre es ein bisschen härter hier doch besser gewesen, aber das ist das Problem mit natürlichem Licht. Natürliches Licht kann man nicht immer zu 100% so kontrollieren, wie man es möchte. Gut, ein weiteres Beispiel. Wenn man mit hartem Licht fotografiert, ist, dass man sich von der Sonne wegdreht. Das habe ich hier in dem Moment gemacht, beziehungsweise es war in dem Moment einfach so. Die Braut hat sich halt so wunderschön hingestellt und ihr seht, dass beispielsweise auf der linken Seite hier alles wunderschön rausgearbeitet ist, dass man den Schatten unterm Schlüsselbein beispielsweise super sieht, dass man im Gesicht schön den Kontrast sieht und auf der anderen Seite deutlich weniger. Auch die Haare, wenn man sich die Haare mal genau betrachtet, auf der linken Seite sind sie richtig einzeln erkennbar. Wenn man hier ein bisschen näher rangeht, sieht man quasi jedes einzelne Haar. Und auf der rechten Seite ist es so ein bisschen so eine schwummerige Masse. Was einfach daran liegt, dass erstens mal die Seite aufgehellt wurde und zweitens mal eben das Licht nicht so hart war. Das ist so der Unterschied. Man sieht, Struktur auf der einen Seite rausgearbeitet, Struktur auf der anderen Seite weniger. In dem Moment war es immer nur eine Lichtquelle. Ich habe in dem Moment halt mit der Sonne fotografiert und mit natürlichem Licht fotografiert. Gehen wir mal ein bisschen ins Künstliche. Ins Künstliche, wie beispielsweise mit diesem Foto. Hier ist ganz klar, hier wurde hartes Licht verwendet. Auch nicht komplett hart, man sieht, dass die Schatten trotzdem noch so ganz weich sind. Also das ist nicht knallige Sonne ist immer so die Extreme, 12 Uhr Mittag. Doch ich habe mich hier für eine härtere Lichtquelle entschieden. Gerade im Beauty-Dish funktioniert hier richtig gut, wenn man ihn ein klein bisschen weiter wegstellt, gibt er ein super hartes Licht. Und das ist gerade, ich habe es angesprochen, bei Männerporträts super und gerade wenn man so ein bisschen Muskeln rausarbeiten möchte, ist es eine tolle Möglichkeit, das ein bisschen hervorzuheben, weil im Endeffekt ist ja das genau das. Wenn man sowas zeigen möchte, wenn man irgendwie Muskeln zeigen möchte, die heben sich ja deutlich besser ab in dem Moment, wo man Schatten sieht. Je größer dieser Schatten ist und je größer diese Highlights, also diese hellen Bereiche auf dem Muskel sind, umso eher hebt er sich von den anderen ab und umso eher hebt er sich hervor. Wir müssen gucken, wann wir hartes Licht und wann wir weiches Licht einsetzen möchten. Wir müssen gucken, wann wir durch Schatten Dinge hervorheben wollen und wann wir sie eher mindern möchten. Wenn ich jetzt jemanden habe mit einer schlechten Haut, würde ich den nicht in hartes Licht stellen. Wenn ich jemanden habe, wo ich Muskeln zeigen möchte, wie jetzt in diesem Beispiel, passt das richtig genial. In dem Moment funktioniert das super. Das funktioniert mit weichem Licht eher schwieriger, weil der Schatten ist nicht ganz so stark und es sieht nicht ganz so extrem aus, wie man das vielleicht gerne hätte. Also sieht man auch in dem Moment, die Lichtquelle ist von links gekommen. Sieht man so leicht an dem Handschatten. Das ist vielleicht wäre der besser gewesen, wenn man den nicht so extrem gesehen hätte. Aber man sieht schon, allein an dem Finger, der diesen Schatten wirft, sieht man, es ist eine sehr, sehr harte Lichtquelle. Bisschen Abstand nehmen, umso härter wird das Licht. Man kann das Licht komplett kontrollieren. Es ist irrelevant, welche Lichtquelle man nimmt, welchen Lichtformer man nimmt. Also nicht ganz, aber zum Großteil, denn man kann durch den Abstand so viel verändern, dass man so auch aus einer weichen Lichtquelle, aus einer, keine Ahnung, 1,20 Meter Softbox, klingt im Endeffekt sehr weich. Wenn ich sie aber sehr weit wegstelle von meinem Motiv, ist es plötzlich doch eine harte Lichtquelle. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch ein Foto, das zwar eigentlich mit einer harten Lichtquelle aufgenommen wurde, aber man sieht diese nicht. Denn ich hatte ja gesagt, nicht nur die Farbe hat Einfluss auf das Licht oder ich sage mal, die Stärke hat Einfluss auf das Licht, sondern auch die Richtung. Wenn ich eine Richtung auswähle, aus der es quasi unmöglich ist, dass Schatten entsteht, ist es schwierig zu erkennen, welche Lichtquelle in dem Moment verwendet wurde. Hier ist es eine harte Lichtquelle gewesen, eigentlich. Man sieht es relativ gut an den Noppen.
weil diese Noppen aus dem Hintergrund so schön sichtbar sind und sich so schön hervorarbeiten. Aber in dem Moment war die Richtung so entscheidend, es kam eben frontal von vorne, hatte keine Möglichkeit nach rechts oder nach links oder nach unten irgendwo Schatten zu werfen, weil einfach Licht von allen Richtungen kam. Ihr seht es ja selbst aktuell in diesem Lichtsetup. Theoretisch würde das Licht nach rechts einen Schatten werfen, das Licht nach links einen Schatten werfen, aber dadurch, dass sie beide gleichzeitig laufen, habe ich kaum Schatten im Gesicht. Weder nach links noch nach rechts, ein klein bisschen nach unten, aber man kann das für sich verwenden. Ich habe vieles mit einer Lichtquelle gezeigt und vieles mit einer Lichtquelle erklärt, aber wenn man die Lichtquellen kombiniert, kann man hier noch viele andere Sachen machen. Ich kann von vorne eine leichte Lichtquelle setzen und von hinten eine harte Lichtquelle setzen und habe dadurch so ein Haarlicht, was auch richtig cool aussieht, was andere Leute nochmal hervorhebt. Das kann ich auch machen, wenn ich beispielsweise bei Sonnenuntergang fotografiere, dann kommt von hinten richtig cool der Sonnenuntergang in die ganze Sache rein. Von vorne habe ich dann ein relativ weiches Licht, das ich vielleicht mit einem Reflektor aufhellen kann. Man kann Licht unglaublich genial formen und mit vielen Lichtquellen arbeiten. Zu Anfang würde ich dir empfehlen, versuche es simpel zu halten, versuche mit einer anzufangen, versuche dich von dort aus weiter vorzuarbeiten, probiere ruhig mal was aus. Gehe mal her, fotografiere von weiter weg, von näher ran, von der Richtung, kriege ein Gefühl dafür, wie Licht funktioniert. Ich habe dir jetzt sehr viele Tipps gegeben, ich habe dir sehr viel gezeigt, sehr viel erklärt. Das war ein sehr aufwendiges Video für mich, weil ich sehr viel mit reinbringen musste, aber du hast so viel lernen können und jetzt geht's an die Umsetzung. Überlege dir, welche Lichtquelle zu deinen Motiven passt, welche Motive du überwiegend fotografierst. Ich würde jetzt Frauen weniger mit hartem Licht fotografieren und Männer weniger mit weichem Licht. Das ist eigentlich so immer diese typische Richtung. Es kann auch cool aussehen, wenn man das umdreht. Definitiv. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass das komplett falsch ist, aber normalerweise geht man in diese Richtung. Du weißt jetzt, wie es funktioniert. In vielen Fällen kann man es kontrollieren, indem man einfach sagt, man stellt sein Motiv in den Schatten oder sowas in die Richtung oder man geht in einen anderen Winkel. Es gibt Momente, da hat man leider nicht so viel Kontrolle über die Geschichte, aber es gibt immer noch mehr als genug Möglichkeiten, wie man Licht für sich selber nutzen kann, wie man Licht für sich selber kontrollieren kann. Du kennst jetzt die Rahmenbedingungen, schreib gerne in die Kommentare, was du von diesem Video hältst, was dein Lieblingslichtsetup ist, in welcher Lichtsituation du am liebsten fotografierst und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn wir nur eine Lichtquelle... Moment, dann mache ich mal die alle aus. Beispielsweise hier hinter mir einen Hintergrund habe. Einen Moment. Und sie wäre leistungsstark genug, mich immer noch ausleuchten zu können. Je weiter eine Lichtquelle entfernt ist... Und mit jedem Millimeter verändere ich die Härte eines Bildes. Scheiße. Das habe ich in dem Moment versucht. Und war... Das hab